Willkommen Leute zu einem weiteren Deck-Profile und zwar dieses Mal zu meinem Koala-Deck, das sehr gut bei euch ankam in den Duellen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen daraus mal ein kleines Deck-Profile. Und wir haben zunächst mal 40 Karten im Main-Deck und das Deck ist vor allem gebaut um die beiden Fusionsmonster Meister von Oz und Koala Otter. Und deswegen sind halt einige Karten drin, die man normalerweise nicht spielen würde, wie zum Beispiel Großer Koala. So, zunächst mal 17 Monster, nämlich zweimal Großer Koala, dreimal das Känguru, dreimal König des Sumpfes, dreimal Baumotter, dreimal Valerie Faun und dreimal Meereskoala. Dann 15 Zauberkarten, nämlich einmal Instant Fusion, einmal Regeki, zweimal Poli, zweimal Sonnenaufgang über Ayers Rock, ein Upstart, dreimal Hundeschule, die beste Karte des Decks, zweimal Twinfester und dreimal Nachschubtrupp. Dann 8 Fallenkarten, nämlich Bottomless, zwei Bebende, eine Vanity, drei Strike und eine Warning. Und dann noch 15 Karten im Extra-Deck, wie immer, nämlich einmal Meister von Ost, zweimal Koala Otter, einmal Norden, ein Omega, ein Goyo, ein Balmung, ein Giant Hand, ein Kastel, ein Grumpulse, eine Kornblume, ein Legusto Phoenix, zweimal Sandayu und ein Nummer 96 finsterer Nebel. So, warum spiele ich die Karten, die ich hier drin habe? Zunächst mal, man braucht einige Karten für die Fusionen und darunter fallen halt vor allem auch die Fusionskarte. Aber auch die tolle Karte König des Sumpfes. Denn die Karte hier kann nicht nur Poli raussuchen, sondern auch als ein Fusionsmaterial gelten, das auf einer Fusionskarte aufgeführt ist. Also als großer Koala, Baumotter, Deskänguru oder Meereskoala. Und das ist sehr wichtig, wenn man halt die beiden Monster Meister von Oz und Koala Otter beschwören will. Meister von Oz braucht großer Koala und Deskänguru und Koala Otter braucht halt Baumotter und Meereskoala. So, den großen Koala spiele ich nur zweimal, weil man ihn totziehen kann, man wird ihn kaum beschwören können. Er ist nur wichtig für die Fusion und deswegen halt wirklich nur zweimal. Man will ihn haben, aber auf gar keinen Fall zweimal, deswegen nicht dreimal spielen. Macht überhaupt keinen Sinn, man kann ihn ersetzen durch den König des Sumpfes und das wird man auch meistens machen. Dann dreimal das Känguru. Die Karte kann man schon weniger totziehen und sie ist mit Stufe 4 eigentlich ziemlich nice im Deck hier. Denn man kann zusammen mit das Känguru und Valerie Faun direkt auf Goyo gehen. Und das ist eine schöne Sache. Generell kann halt einfach das Känguru in kürzester Zeit relativ viele Stufen aufs Feld bringen. Und das ist sehr wichtig. Denn man kann auch mit ihm zusammen wesentlich einfacher auf einen Omega gehen. Und der ist, wie ihr wisst, eine der besten Karten in Yu-Gi-Oh! Deswegen durchaus eine starke Karte, die zwar keinen guten Effekt hat, aber man braucht sie im Deck sowieso, deswegen direkt dreimal, damit man diese Stufe 4 nutzen kann. Vor allem auch mit Norden, den man auch mit Valerie V nutzen kann, aber dazu später mehr. Die nächste Karte wäre wie gesagt König des Sumpfes, eine der besten Karten im Deck. Und damit kann man einfach die ganzen verschiedenen Fusionsmaterialien nachahmen und man kann einfach diese ganzen Fusionen wesentlich konsistenter machen. Deswegen auf jeden Fall dreimal. Und man kann sich Poli suchen, die hart bricken würde, wenn man sie dreimal spielen würde. Deswegen einfach lieber zweimal spielen und dreimal König des Sumpfes. Und dann kann man mit den Königen ein bisschen variieren, was man mit denen macht. Ob man die Karte jetzt hier zum Poli-Suchen abwirft oder ob man sie als Fusionsmaterial verwendet, ist erstmal egal. Die Karte rechnet sich meistens und ist durchaus sehr stark. So, jetzt aber zu den drei Karten, die man braucht, um Hundeschule richtig aktivieren zu können. Und ich habe mich hierbei für Valerie Faun, Meereskoala und Baumotter entschieden. Baumotter und Meereskoala sind klar, denn die beiden sind ja notwendig für den Koala Otter, deswegen kann man die auch gleich dreimal spielen. Und man kann sie halt sehr leicht bekommen durch die Hundeschule, was sehr konsistent ist. Deswegen auch zweimal Koala Otter und nicht nur einmal. Und ja, Valerie Faun ist eine ganz andere Sache. Aber erstmal Baumotter. Der kann ein Ungeheuermonster um 1000 Angriffspunkte steigern, was sehr gut ist. Denn damit kann man einen mächtigen Sandayu bekommen, der starke Spielmarken bespürt. Und das ist durchaus nicht schlecht. Für OTKs und auch ja, das sonstige Spiel. Denn gute Beatsticks sind durchaus stark und Sandayu kann die einfach so kopieren. Zumindest die Angriffswerte, was ziemlich gut ist. So, jetzt aber zu Valerie Faun. Valerie Faun ist eine der besten Ungeheuer-Support-Karten, die in letzter Zeit erschienen sind. Auch für Waschbären, die ja quasi ein wesentlich besseres Ungeheuer-Deck darstellen. Und ja, für diese Fun-Variante ist Valerie Faun auch essentiell, denn man kann eine Karte abwerfen, um dann ein Ungeheuer-Monster Stufe 2 oder niedriger vom Friedhof zu specialen. Das heißt, man kann einfach so auf einen Balmung gehen. Oder auch auf einen Rang 2 XI. Und das sind auf jeden Fall schöne Plays. Und man kann sie halt auch als Empfängermonster nutzen für Goyo oder auch dem Psyframe Lord Omega. Und das sind zwei durchaus starke Karten, die man gut nutzen kann. Und sie ist halt auch ein prima Target für die Hundeschule. Also einfach durch und durch eine prima Karte.
Meereskoala kann die Angriffswerte eines Monsters, das der Gegner kontrolliert, auf 0 setzen. Was ziemlich gut ist. Man muss aber ein anderes Ungeheuermonster kontrollieren, genauso wie bei Bomb Otter. Und ja, es ist quasi das Gegenstück zu Bomb Otter und zusammen können die durchaus was reißen. Aber sie sind primär für die Fusion gedacht, natürlich. Dann Instant Fusion. Warum spiele ich Norden? Ganz einfach, man kann entweder mit dem Deskenguru auf einen Castle oder eine Giant Hand gehen. Oder man kann mit Norden und Valerie Faun auf Goyo gehen. Und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Deswegen, ja, würde ich die halt auf jeden Fall spielen. Man hat meistens ein gutes Target im Grave und sie ist einfach eine Karte, die quasi Staple geworden ist, genauso wie Norden. Dann Regeki. Es ist ein Fun-Deck und in Fun-Decks ist Regeki Staple. Dann Poli, schon erklärt, ganz klar, für die beiden Monster hier. Dann Sonnenaufgang über Ayers Rock ist quasi ein wesentlich schnellerer Call the Hunted und er schwächt noch gegnerische Monster und deswegen muss man die Karte auf jeden Fall spielen. Aber zweimal reicht, denn man kann sie in der ersten Runde totziehen, wenn man noch nichts im Grave hat. Deswegen spiele ich es nur zweimal. Einfach aus demselben Grund, warum man auch in Zombie-Decks nur zweimal Buch des Lebens spielt. Man kann diese Karten für Öster einfach totziehen, das ist nicht so toll. Dann Upstart. Ja gut, man braucht hier Consistency für die Fusionspaare. Und deswegen zweimal Upstart und man will auch möglichst schnell die Hundeschule haben. Denn die hat folgenden überhaupt nicht overpowerten Effekt. Falls du keine Monster kontrollierst, beschwöre drei Effektmonster vom Typ Ungeheuer, der Stufe 2 oder niedriger, mit unterschiedlichem Namen, als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ihre Effekte werden annulliert und sie werden während der Endphase zerstört, was aber egal ist. Falls du diese Karte aktivierst, kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Monstern vom Typ Ungeheuer. Und das ist gar nicht mal so wichtig, denn Koala Otter ist ja ein Ungeheuer, sprich Poli geht noch und Sander Ayu geht auch noch. Und das ist eigentlich alles, was man braucht. Man hat leider kein passendes Synchromonster der Stufe 6. Das ist ziemlich doof, aber es gilt nur dieses komische Eisbarrierevieh und das passt hier null rein und das würde man nie beschwören, deswegen nein. Auf jeden Fall darauf verzichten, lieber den Platz nehmen für einen zweiten Sandayu, das ist wesentlich mehr Worth als alles andere. Der finstere Nebel kann nicht gerufen werden durch die Hundeschule zunächst, weil er leider drei Monster braucht und er ist kein Ungeheuer. Aber trotzdem würde ich ihn spielen, weil Swarm kann man trotzdem ab und zu mal und deswegen die Option ist da und finsterer Nebel ist ein gutes Rang 2 Xyz und den Platz hat man auf jeden Fall. Dann Twin Twister ist eine prima Karte an sich in dem Deck hier, denn man macht Plus durch Nachschubtrupp und Backrow ist sehr gefährlich, deswegen ein doppelter Removal ist in meinen Augen schon sehr wichtig und man hat öfters mal Karten tot in der Hand, wie zum Beispiel Großer Koala. Und die kann man einfach sehr gerne abwerfen. Deswegen macht hier Twin Twister, glaube ich, mehr Sinn als MRT. Nachschubtrupp. Es ist ja ein sehr langsames Deck, deswegen, ja, einfach toll die Karte. Man kann Duelle gewinnen, indem man einfach die ganze Zeit nachzieht, wenn eigene Monster sterben. Die Karte ist einfach sowas von Worth. Ich würde es auf jeden Fall dreimal spielen. Wenn man die Karte zweimal hat auf dem Feld oder sogar dreimal, dann outplust man den Gegner extrem schnell. Dann Bottomless ist ein Staple, genauso wie Vanity und auch die Warning. Und auch der Sword and Strike, da gibt es nicht viel zu sagen, die spielt man einfach, die sind toll. Und Bebende ist ebenfalls sehr nett, um halt das Feld quasi freizuräumen vom Gegner, alles zu verdecken, um dann halt zu crushen mit dem Koala Otter beispielsweise. So, jetzt zum Extra-Deck. Wir haben erstmal Meister von Oz, ein reiner Beatstick, der aber durchaus rote Cards drücken kann. Dann Koala Otter mit dem Effekt, du kannst ein Monster vom Typ Ungeheuer von deiner Hand auf den Friedhof legen, um ein Monster zu wählen, das der Gegner kontrolliert, zerstöre das Monster. Und das geht nur mit Monstern, die halt zerstört werden können, durch zielende Zerstörungen. Und naja, deswegen spielt man halt hier, wie gesagt, die Bebende, um halt diesen Effekt ein bisschen effizienter zu machen. Ist, denke ich, schon eine coole Idee. Und Bebende ist an sich halt auch eine tolle Karte. Norden ist ganz klar, für die Instant-Fusion. Dann einmal Omega, ist einfach das beste Stufe 8 Synchro-Monster, wie ich finde. Es schützt sich selbst und kann Handkarten des Gegners offenbaren und auch erstmal wegnehmen. Das ist einfach eine sehr gute Karte. Goyo-Wächter kann halt Monster vom Gegner klauen und hat gute Base-Angriffswerte, was sehr schön ist. Balmung ist einfach prima in dem Deck hier, denn man kann durch seinen Effekt Monster vom Grave wiederholen, wenn er durch Karteneffekte zerstört wird. Und deswegen, ja, würde ich ihn auf jeden Fall spielen. Und er ist einer der besten Stufe 4 Synchro-Monster, die man so reinpacken könnte. Dann Giant Hand ist quasi ein Rafflesia-Ersatz, weil ich hier keine Rafflesia spielen will. Und Castle ist halt das beste Rang 4 Xyz-Monster,
Grand Pulse ist das beste Rang 3 Xyz-Monster, deswegen auch einmal der. Und man kann ihn nur rufen durch halt König des Sumpfes. Wenn er mal brickt, dann kann man ihn vielleicht noch Xyz-Monster, habe ich mir gedacht. Und den Platz haben wir. Kornblume, ja, bestes Rang 2 Xyz-Monster, das generic ist. Aber hier gibt es noch ein besseres im Deck, nämlich Sandayu. Und der kann quasi zum Preis eines Xyz-Materials ein Abbild vom stärksten Monster schaffen in Sachen Angriffswerten. Und diese Spielmarke bleibt dann auch dauerhaft erhalten. Und Sandayu ist selbst quasi nicht zerstörbar, solange andere Ungeheuermonster da sind. Und das ist sehr stark, vor allem wenn man zwei Sandayus hat, weil dann ist es quasi ein Softlock, durch den der Gegner nicht durchkommt. Dann der Gusto Phoenix ist eine Karte, die man schön für OTKs nutzen kann, deswegen auf jeden Fall rein in solche Decks. Und Finsterer Nebel, ja, gewinnt quasi jeden Kampf und ist quasi ein wandelndes Honest, was ich sehr cool finde. Und man kann ihn auf jeden Fall spielen. Vielleicht betritt er ja mal das Feld. Ich denke auf jeden Fall, er hat seinen Platz verdient im Extra-Deck. So, das war auch schon das Deck-Profile. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es ist ein reines Fun-Deck, das man relativ gut im Unranked einsetzen kann. Man kann auf jeden Fall gewinnen damit, aber es wird niemals gegen Low-Meter-Decks gewinnen können. Und ich denke, dass sein Profile auch besser war als seine Deck-Vorstellung, denn die Replays wären wahrscheinlich eher auf dem Mist von Hundeschule gewonnen worden. Deswegen, ja, es ist einfach ein Fun-Deck und gegen andere Fun-Decks hat das Deck hier auf jeden Fall gute Chancen. Wenn ich das hier einsetzen würde gegen zum Beispiel Jinzo OTK, würde ich wahrscheinlich mit Koalas wesentlich häufiger gewinnen als mit Jinzo. Also mal ein bisschen vom Stärkevergleich her. Es gibt einfach, ja, sehr viele Fun-Decks, die schlechter sind als mein Koala-Fun-Deck hier. Deswegen durchaus eine Berechtigung, das Ganze mal zu spielen. Es ist halt schwächer als die Waschbären. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem weiteren Deck. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.